So, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play, oder nee, Let's Drive. Mit mir, dem Manuel, wir stehen auf irgendeinem Rastplatz in der Nähe von Zürich. Ich habe den Auftrag bereits angenommen, war ja schon ein bisschen am Fahren und dachte mir, hey, wieso nicht aufnehmen? Ich habe nur noch knapp 400 Kilometer, das passt gut für eine Folge. Ja, LKW schon ein bisschen ramponiert, aber das geht ja noch. Solange es nicht so schlimm ist wie letztes Mal, ich schmeiß mal den Motor an. Und den Scheibenwischer am besten, weil es regnet. Ja, und dann würde ich sagen, starten wir in die zweite Episode vom Let's Drive und machen die Musik an. Bezüglich Musik, wenn ihr noch irgendwie Vorschläge habt oder Leute kennt, die Musik machen, GEMA-freie Musik, schreibt mir links in die Kommentare. Musik, die ich runterladen kann, gamerfrei, weil hier die ganze Zeit hier nonstop Dubstep und Monster Cat hören ist ein bisschen scheiße. Also mit der Zeit habe ich dann auch Schnauze voll von Monster Cat. Ich höre übelst gerne Dubstep und Monster Cat, aber ich höre auch übelst gerne Rock. Deshalb ja. Wenn ihr irgendwas kennt, schreibt es mir in die Kommentare. Und ja, ich fahre immer noch zu schnell, daran hat sich bis jetzt nichts geändert. Aber die FPS, ach so, ja, das ist wahrscheinlich wegen Regen und Nacht, da ist die FPS ein bisschen down. Aber heute Thema von euch, vom lieben 999 Dome oder Dome 999, ich weiß nicht mehr genau. Und zwar, das heutige Thema wird sein, dass ich auf die linke Spur versuche abzubiegen. Nee, also das Thema ist, was ich mir vom American Truck Simulator erwarte, oder meine Erwartung an American Truck Simulator, und was ich so von älteren Truck Simulationen halte. Nein, zweiter Gang wäre ein bisschen zu weit untergeschaltet. So, komm hier rum. Ja, der schleift einmal da mal entlang. Ja, man kriegt hier den Wagen nicht rein. Nicht schön. Was transportieren wir eigentlich? Druckbehälter 22 Tonnen. Ja, bist was. Achten Gang bitte. Nicht vom 7. in den 10. schalten. Generell noch einen Gang einlegen, wer durfte. So. Also, was erwarte ich mir vom American Truck Simulator? Ich weiß noch nicht so recht. Also, was ich mir garantiert erwarte, ist dieser amerikanische Straßenflair. Wer schon mal in Amerika war, der weiß, wovon ich spreche. Die Amerikaner fahren komplett anders Auto als wir. Sie fahren ganz chillig, ohne irgendwelchen Stress. Oder man merkt es ihnen nicht an. Ganz ruhig, man lässt die Leute rein. Kein Problem, nicht wie bei uns. Ja, nein, ich muss jetzt, du darfst nicht rein. Und so sind die fahren wirklich ganz chillig. Jetzt habe ich das Schild nicht gesehen, weiß ich. Ich bin zu schnell. Gut. Ich habe das Schild zu spät gesehen. Ja, das erwarte ich mir halt. Dann halt riesige Straßen. Eine riesige Map. Muss ich eigentlich noch pennen? Bisschen verpeilt heute, aber... Komm, fahr mal mit deinem Ford hier. Fahr fort! Ja, dann halt nicht. Überholen wir kurz. Immer noch 80, ne? Schaut mal hoch. Ja, ich erwarte mir eine große Map mit sehr vielen Kilometern abzufahren, beziehungsweise Meilen. Und dass alles ein Stück größer ist, weil die LKWs da sind nochmal eine ganze Palette größer. Da hat man gerne auch mal an so einem LKW hier nochmal so einen Anhänger dran. Also zwei von diesen 22 Tonnen Dingern. Und ja, das ist alles ein bisschen größer. Und vor allem dürfen die da schneller fahren. Ne, also die amerikanischen Trucks, die fuhren teilweise so schnell wie die Autos. Also, die dürfen da auch die gleiche Geschwindigkeit fahren, weil die haben halt auch nicht so Kurven, ne? Die muss ich abfahren, ich sollte mal bremsen. Die haben natürlich, teilweise fährst du einfach 2 Stunden geradeaus. Nur ganz leichte
Kurven drinne, aber du fährst einfach 2 Stunden und da wäre halt scheiße mit irgendwie 50 Meilen die Stunde da die Straße entlang kriechen zu müssen. Ja. Also halt auch die amerikanischen Straßenregeln einbeziehen, aber ich denke, das wird kein Problem sein. 80. Weil die Amerikaner beispielsweise, wer es nicht weiß, bei Rot darf man in Amerika rechts abbiegen. Nicht links, nur rechts. Genau. Das sind eigentlich so meine Erwartungen an den American Truck Simulator. Dass eben alles ein bisschen größer ist, ein bisschen amerikanisch halt. Wer schon mal da war, weiß, wovon ich spreche. Ja, natürlich, dass die bekannten Orte alle drin sind. Also Golden Gate Bridge, San Francisco. Also ich weiß nicht, ich habe mich sehr wenig informiert desbezüglich, was alles in der Map drin sein wird. Ich sollte mal hochschalten. Vielleicht wisst ihr es ja. Aber ich lasse mich überraschen, was da alles drin ist. Ich hoffe wirklich auf dieses amerikanische Flair. Weil als ich in Amerika war, mir hat das Klima dort wirklich gefallen. So, wie die Leute miteinander umgegangen sind und alles. Wenn du zum Beispiel irgendwie hingefallen bist oder so, du lagst noch nicht mehr am Boden, da kamen schon die ersten Leute und fragen, oh, ist dir was passiert, kann ich dir irgendwie helfen? Alles Englisch natürlich, aber also in der Schweiz, wenn du hier irgendwie auf den Boden fällst, weiß nicht, wie es bei euch ist, aber die Hälfte der Menschen, oh, da unten liegt ein Typ, lass mal liegen. Passt schon. Der wird schon nichts getan haben. Und die Amerikaner, die kommen sofort. Das kann noch so. Die können noch so einen wichtigen Termin haben. Also. Weiß auch nicht. Du kannst mich rüber. Die helfen. Amerikaner sind extrem hilfsbereit. Das schätze ich so an Amerikanern. Das finde ich wirklich cool. Das sagt jeder, der in Amerika war. Das ist so. Das ist so. Wir planen bereits schon wieder nach Amerika zu fahren. Haha, ich fahre 80, Blitzer. Ja, ich ziehe es eiskalt vorne rein, dagegen kannst du nichts tun. Golf. Und ich sollte mal mir noch eine Raststätte zum Rasten suchen. Ja, wobei, es könnte passen. Wenn ich nur ein bisschen Stoff gebe, dann passt's. Muss ich nicht mehr pennen. Cool. Ganz kühl. Den brauche ich hier nicht. Genau. Ja, American Truck Simulator, denke ich, wurde abgehakt. Dann, was halte ich von älteren Truck Simulatoren? Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe früher selten bis gar nie Simulation gespielt. Also ich hatte einmal so einen Freizeitpark-Simulator, wo du dir halt so einen Freizeitpark zusammenbasteln musstest und schauen, dass die Kassen klingeln, ne? Das hatte ich. Dann, was hatte ich sonst noch für Simulatoren? Simulation Rally. Ich war als kleiner Schisser schon ein riesiger Rally-Fan. Da habe ich meinen Subi über alle Strecken dieser Welt geballert. Was hatte ich noch für Simulation? Sonst eigentlich nichts. Die einzige Simulation, die ich mal gespielt habe, war... Wie hieß die? King of Roads? Irgend sowas. Ist auch so etwas in die Richtung Truck Simulator, also auch Transportsimulation. Aber du fängst da halt auch nicht mit dem Truck an, sondern du fährst mit dem PKW an. Also du hast irgendwie einen Jeep, einen Geländewagen und musst auch Zeugs liefern. Ganz ähnlich, einfach halt mit kleineren Autos, mit PKW. Das hatte ich auch und das hat mir sehr gut gefallen. Weil ich auch schon damals das Rumfahren und so ganz gut mochte. Was ich halt hier auch in ETS geil finde. Dass du halt ein bisschen rumfahren kannst. Ja. Das finde ich halt wirklich cool. Ich fahre generell in Videospielen fahre ich gerne Auto. Ich werde auch in echt wahrscheinlich gerne Auto fahren. Ich habe mir auch schon überlegt, das Let's Drive werde ich Let's Drive nennen. Weil der LPN, wer den LPN kennt,
der nennt seine Autologs im Auto ja Autolog. EA das Online-System für ihre Need for Speed-Spiele nennt, Autolog. Ich werde es Let's Drive nennen, weil wir fahren ja da in einem Auto und schwafel einfach. Jetzt hier machen wir es einfach in der virtuellen Welt. Nachher machen wir es dann in echt. Ich sollte bremsen, das ist eine enge Kurve. Sonst räume ich hier noch den Fokus ab. Und ich gehe jetzt trotzdem mal pennen, weil Zeit habe ich ja... Oh, nein, habe ich nicht genug. dann pennen wir doch nicht, dann fahren wir durch. Und geben ein bisschen Stoff. Das sollte doch im 10. Gang bleiben. Nein, wenn ich jetzt penne, scheiße. Gas geben. Das könnte eng werden. Das könnte verdammt eng werden. Wenn es der Verkehr noch einen Strich durch die Rechten macht, dann haben wir geschissen. Genau, nee, ich glaube, es hieß King of Roads. Das war der einzige so Truck-Simulator-mäßig, was ich hatte. Und das hat mir halt wirklich auch gefallen, weil ich da auch schon an die Verkehrsregeln halten muss und alles. Und das fand ich halt wirklich auch cool. Das hat mir auch gefallen, habe ich auch mehrere Stunden damit verbraten. Ich weiß gar nicht, was das Tab-Limit hier ist. Egal. 115 passt. Ich stelle jetzt nicht mehr den Scheibenwischer aus, weil da vorne eh die aus Dings kommt. 800. Ich sollte mal bremsen. Genau. Nee. Also Groß Truck Simulatoren habe ich früher nicht mehr gespielt. Das war das einzige, was ich so gespielt habe. Generell, ich bin eigentlich immer mit meinem Subi irgendwie durch irgendeine Matsch-Strecke gefahren. Oder mit dem Evo. Weil ich hatte da das erste WRC-Game, das es überhaupt gab, glaube ich. Das war noch so eine schwarz-gelbe Disc. Also oben das Dingens, das beschriftet ist, war so schwarz-gelb. Vielleicht kennt ihr das. Also mein erstes Spiel, was ich mir gekauft habe. Für die Konsole. Wir fahren gerade 140. In einem 20-Tonner, will ich mal anmerken. Ich sollte bremsen, weil hier vorne eine Kurve kommt. Die ist, glaube ich, ein bisschen eng. Er hat eng gesagt. Ja, Themen abgehakt. Wenn ihr weitere Themen habt, wo ich drüber quatschen soll, immer her damit, ab in die Kommentare damit. Und ja, dann werde ich ein bisschen dazu quatschen. Ne? Oder auch etwas, was euch interessiert. Oder irgendetwas. Einfach irgendein Thema in die Kommentare schreiben. Ja. Ja, aktuell ist ja die Gamescom im vollen Gange. Also wir haben heute den Donnerstag, den 14. August. Gestern hat ja die Gamescom für die Presseleute schon gestartet, also YouTuber. Ich hoffe, dass ich bis nächstes Jahr auch so ein Pressegedönse habe. Damit ich halt einen Tag früher rein kann. Und ja, weil da ist halt noch ein bisschen leerer. Muss man nicht stundenlange anstehen für irgendwas. Ein bisschen anstehen muss man glaube schon, aber nicht so ewig lange. Und dann am Samstag oder so kann es dann halt mal gut sein, dass man halt so 7 Stunden für Battlefield ansteht. Und ne, muss ich nicht haben. Mich wird man sowieso praktisch nur an den Racing-Spielständen sehen. Wahrscheinlich, also bei den anderen wahrscheinlich nur ein anderer Fohl, den ich noch dabei habe. Einen anderen will. Oh, ich sollte bremsen. Shit. Viel zu schnell, viel zu schnell. Au. Bin da. Hallo. Autsch. Scheiße. Gott. Alter. Da war ich immer gar nicht gefasst. Ich hab's überhaupt nicht bemerkt. Dachte mir nur so plötzlich, hey, wieso geht noch eine Spur raus? Guck auf die Map. Oh, Zahlungsstelle. Scheiße. Ja. Ja. Kommt vor. Ich hoffe, das passiert mir nicht an der Gamescom. Gut, in Deutschland gibt's keine Zahlungsstellen. Das ist das Schöne. Gibt's nur in Italien. Und Frankreich. Was? Was ist das Speed Limit, würde ich schon sagen? Ja, 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 wir können gleich pennen. Kollege Golf, lässt du mich mal rein, bitte? Ups, ups. Shit. Das wollte ich nicht.
Das war ein bisschen scheiße. Das war dumm. Das war richtig dumm. Es gibt Abzug wie blöd. Egal. Wir sind eh gleich. Kurz vor Ziel mache ich natürlich noch die Lieferung in den Arsch. Super gemacht. Ja. Jetzt können wir es abliefern. Scheiße. Egal. Sollte das noch genug Kohle geben. Jetzt können wir hier abfahren. Genau, also Gamescom, ich hoffe, dass ich bis dahin in einem Netzwerk dabei bin, eben, dass ich da mir ein Presseticket organisieren kann, oder die mir ein Presseticket organisieren. Geilsten wäre ja Mediakraft, wenn ich bei Mediakraft käme. Muss ich mal gucken, mit wem ich da Kontakt aufnehmen muss und wie. Der Peugeot biegt ab. Hier ist okay. Da hinten kommt ein Truck. Kommt dahinter noch einer? Ja, ja, ich hab's kapiert, du bist müde. Kommt noch ein Bus, ich stelle mich mal mitten auf die Kreuzung, wie so ein Assi. Und abbiegen. So. Eine Stunde, ja, das passt. Pen her. Ich muss ja nur noch eine Station finden, wo ich mich nachher schlafen legen kann. Das wird spaßig. Hi, Ratcher. Ich habe vergessen, mich in Steam auf Beschäftigt zu stellen. Willkommen in der Aufnahme. Ja, du bist live in einem dabei. Super. Oh, ich sollte hier abbiegen. Wer es nicht lesen konnte, er hat geschrieben, meine Let's Drives sind voll cool. Egal. So, wo dürfen wir denn parkieren? Dahin. Ach, ich dachte schon, der Hänger steht auf unserem Parkplatz. Wollte schon sagen. Dann hätt's hier aber nö. Dann gäb's mit der großen Keule. So, das sollte passen. Ja, ich bin müde, ich weiß es. Ich gehe ja gleich pennen. Ich kann aber schlecht mit einem 22-Tonnen-Dingen jetzt da nochmal vorfahren. Upp, falsche Seite. Ja, perfekt, perfekt. Perfekt eingeparkt. So. Das soll es dann aber auch gewesen sein von diesem Let's Drive. Ja, 5000 mussten wir bezahlen. Ja, komm vor. Komm vor. Gut. Das soll es dann aber auch gewesen sein von diesem Let's Drive. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich wie immer über eine Kiste im Weg freuen. Über einen Daumen nach oben freuen. Und wie gesagt, schreibt mir Themen in die Kommentare. Feedback, was ich sprechen kann und alles. Und ja, in diesem Sinne. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Arrivederci.